und herzlich willkommen zurück auf der TinCon Hauptbühne. Ich möchte gerne mit einer Frage beginnen. Könnte hier jemand in einem Satz erklären, was künstliche Intelligenz ist, ohne lange nachzudenken? Ja, same. Künstliche Intelligenz ist irgendwie so ein Stichwort, was wir andauernd hören. Aber so wirklich das jetzt mal schnell erklären oder verstanden, was es ist, haben, glaube ich, sehr, sehr viele nicht. Wenn man es googelt, dann sind so die ersten gute Frage-Nett-Fragen. Künstliche Intelligenz, wie gefährlich ist sie wirklich? Werden wir alle sterben? Und wie gefährlich sie wirklich ist, beziehungsweise was es ist, das werden wir alle spätestens in einer Stunde hoffentlich beantworten können. Philipp Koch wird uns dabei helfen. Er hat Wirtschaftsinformatik studiert, ist Entwickler für Machine Learning und hat die Firma Limebit gegründet. Die entwickelt in Deutschland künstliche Intelligenzen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir jetzt in der nächsten Stunde lernen werden. Herzlich willkommen, Philipp. Ja, hallo zusammen. Oh, das ist sehr laut. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir versuchen jetzt mal gemeinsam das Konzept von künstlicher Intelligenz zu verstehen. Wir gucken mal, ob wir es innerhalb von einem Satz erklärt bekommen. Ich glaube, wir brauchen ein kleines bisschen mehr Zeit, denn es ist schon ein bisschen größer. Aber unser Ziel für die nächsten 30 Minuten ist es zu verstehen, was künstliche Intelligenz eigentlich bedeutet und wie neuronale Netze funktionieren. Und wenn das so unser Ziel ist, dann haben wir uns, glaube ich, schon ziemlich viel vorgenommen. Wer von euch hat schon mal programmiert? Das sind super viele. In welchen Sprachen habt ihr programmiert? Das sind vielleicht so Sprachen wie PHP und Java und C oder JavaScript. Irgendwie sowas. Das sind so die meisten Programmiersprachen. Und wer von euch schon mal programmiert hat, der wird wissen, dass Programmierung so eine Art regelbasiertes System ist. Wenn ich also programmiere, dann baue ich ein System, was nach irgendwelchen vorher definierten Regeln funktioniert. Ich als Entwickler, als Informatiker schreibe also die Regeln, um meiner Software zu sagen, was sie machen soll. Also wenn irgendwas zutrifft, dann mach das und ansonsten mach irgendwas anderes. Und genau so funktioniert eigentlich jede Softwareentwicklung. Der Informatiker schreibt ganz, ganz viele Regeln und kennt diese Regeln. Wir stellen aber fest, dass normale Programmierung, dass diese regelbasierte Programmierung ganz schnell an Grenzen stößt. Stellt euch also vor, ich wollte programmieren, dass dieser Roboterhund laufen könnte. Dann müsste ich ja ein Set an Regeln schreiben, was Laufen definiert. Und das würde mir wahnsinnig schwer fallen. Denn für mich ist es schon wahnsinnig schwer zu definieren, wie ich laufe und was Gleichgewicht ist und was ich in jedem bestimmten Einzelfall tun soll. Deswegen stößt normale Programmierung, diese Regelprogrammierung, ganz schnell an ihre Grenzen. Und ehrlicherweise haben wir ja auch nicht so laufen gelernt. Wir haben nicht laufen gelernt, indem uns unsere Eltern eine Karte mit Regeln gegeben haben und wir dann diese Regeln auswendig gelernt haben und ausgeführt haben. Sondern wie haben wir laufen gelernt? Wir haben eben durch Laufen und Hinfallen laufen gelernt. Also so wie er oder sie sind wir halt ziemlich lange gelaufen und sind immer wieder hingefallen. Und wenn man irgendwann es schafft zu laufen, ohne hinzufallen, dann hat man diese Aufgabe erfolgreich gelöst. Und was die Informatiker gemacht haben, ist, die haben sich dieses System des Laufens und Hinfallens abgeguckt und haben versucht, damit eine künstliche Intelligenz zu bauen. Und das wäre doch total beeindruckend, wenn wir das schaffen könnten, dass nicht ich als Informatiker Regeln schreibe für eine künstliche Intelligenz, für eine Software, sondern wenn ich das irgendwie schaffe, so einen fruchtbaren Boden zu bauen, auf dem die künstliche Intelligenz selbst laufen kann und hinfallen kann und lernen kann, wie man richtig läuft. Und wenn das unser Ziel ist, dann sind wir in der ganzen Begriffswelt der künstlichen Intelligenz. Dieses riesige Buzzword, was so über allem schwebt, habt ihr bestimmt schon ganz, ganz häufig gehört. Und wenn künstliche Intelligenz das Ziel ist, was wir erreichen wollen, dann ist der Fachbereich oder der viel bessere Begriff, weg vom Buzzword künstliche Intelligenz, wäre dann Machine Learning. Und wenn künstliche Intelligenz unser Ziel ist und Machine Learning der Fachbereich, dann wäre Machine Learning quasi der Werkzeugkoffer, den wir brauchen, um künstliche Intelligenz zu entwickeln. Und in diesem Werkzeugkoffer, da stecken ganz verschiedene Werkzeuge, die wir rausnehmen können, um eine KI zu realisieren. Und eins davon ist zum Beispiel das neuronale Netz. Hat jemand schon mal von neuronalen Netzen gehört? Bestimmt einige. Und neuronale Netze, das werdet ihr dann wissen, können zum Beispiel so aussehen. Neuronale Netze können ganz viele verschiedene Formen haben. Sieht erstmal kompliziert aus, die können aber auch viel einfacher sein. Die können auch so aussehen oder die können so aussehen. Die Form von so einem neuronalen Netz legt am Ende des Tages immer der Informatiker fest oder derjenige, der dieses neuronale Netz entwickelt.
und die können jede verschiedene Form haben. Und wir gucken uns gleich mal an, was in diesem neuronalen Netz drinsteckt und was wir damit alles machen können. Vorher lasst euch gesagt sein, dass neuronale Netze unvorstellbar vielfältig sind. Die können alle möglichen Aufgaben lösen, abhängig davon, für welche Aufgabe sie erschaffen wurden. Die können sich zum Beispiel Gesichter ausdenken, die es gar nicht gibt. Die beiden Promis hier, die gibt es überhaupt nicht, sondern ein neuronales Netz wurde darauf trainiert, sich Gesichter auszudenken. Und das ist bei rausgekommen. Vielleicht habt ihr vor gar nicht allzu langer Zeit das hier mitbekommen, ein Video von Jennifer Lawrence, auf das ein anderes Gesicht projiziert wurde. Das hat ein neuronales Netz gemacht und keine Person mit irgendeinem Videobearbeitungsprogramm, sondern das hat sich eine künstliche Intelligenz realisiert. Neuronale Netze können sprechen und hören und verstehen. Neuronale Netze könnten Gedichte schreiben. Neuronale Netze können Bestseller schreiben. Neuronale Netze können Musik komponieren. Neuronale Netze können eigentlich alles machen, für was ihr wollt, für was immer ihr sie trainieren möchtet. Und neuronale Netze können autonome Systeme steuern. Also wenn ihr selbstfahrende Autos kennt oder euch damit schon mal beschäftigt habt, dann wird irgendwo in diesem autonomen Auto ein neuronales Netz stecken, was dieses Auto fahren lässt. Wir versuchen mal so ein bisschen einen Abriss zu machen, wie so ein neuronales Netz funktioniert und was da so alles drinsteckt. So sieht das neuronale Netz aus und ihr seht schon, dass dieses neuronale Netz nicht ganz willkürlich aussieht. Es hat irgendwie eine gewisse Ordnung. Und die Ordnung, die es hat, ist, dass wir so ein neuronales Netz immer in Schichten aufbauen. Ich habe also eine vordere Schicht, eine Eingabeschicht, eine mittlere Schicht und hinten so eine Ausgabeschicht. Und die ganzen grauen Punkte, das sind unsere Neuronen. Neuronen sind wie so kleine Gehirnzellen, daher heißt es auch neuronales Netz, weil wir uns das in der Neurowissenschaft abgeguckt haben, quasi in der Biologie. Und die Neuronen sind so unsere kleinen Gehirnzellen. Das vorne, habe ich schon gesagt, ist so unsere Eingabeschicht und hinten haben wir eine Ausgabeschicht. Und das könnt ihr euch so ein bisschen so vorstellen wie euren eigenen Kopf. Ich gebe euch irgendwas in eure Eingabeschicht rein, zum Beispiel irgendeine Mathe-Textaufgabe. Und hinten aus eurer Ausgabeschicht, also aus eurem Mund meinetwegen, soll die Lösung zu dieser Mathe-Textaufgabe rauskommen. Und in der Mitte haben wir so eine versteckte Schicht, da passiert dieses ganze Denken und die ganze Logik von so einer KI. Was ganz, ganz wichtig ist, sind diese Neuronenverbindungen, also die ganzen Linien zwischen diesen einzelnen Neuronen. Wir gucken uns gleich mal an, was die so alles können und warum die wichtig sind. Und diese Neuronenverbindungen werden wir ab jetzt Gewichte nennen. Ich zeige euch gleich, warum. Wir versuchen mal, mit unserem neuronalen Netz eine ganz einfache Aufgabe zu lösen. Zum Beispiel die Aufgabe, zu klassifizieren, ob das da eine Henne ist, ob das eine Kuh ist. Und wir stellen schon ziemlich schnell fest, das ist keine Kuh, das ist offensichtlich ein Huhn oder eine Henne. Und wir wollen es aber nicht selber machen, sondern wir wollen ein neuronales Netz dazu nutzen, das zu klassifizieren. So sieht unser neuronales Netz aus. Es ist ein ganz, ganz kleines. Es hat eine Eingabeschicht mit zwei Neuronen und eine Ausgabeschicht mit einem Neuron. Und dazwischen hat es so diese Neuronenverbindungen. Und ich habe Daten über mein Tier, was ich mir gerade angucke. Zum Beispiel, dass mein Tier zwei Beine hat, ein Huhn hat zwei Beine. Und dass mein Tier, was ich mir gerade angucke, ungefähr 4 Kilogramm wiegt. Und was ich jetzt mache mit meinem neuronalen Netz, ich gebe diese Daten, 2 und 4, die gebe ich in mein neuronales Netz rein. Und dann habe ich meine Gewichte und diese Gewichte, hier zum Beispiel 0,4 und 0,04, können wir uns so als Multiplikator vorstellen. Wir nehmen also die 2 und multiplizieren die mit 0,4 und die 4 mit 0,04 und drücken diese beiden Datenpunkte, nämlich 2 Beine und 4 Kilogramm, auf einen Datenpunkt zusammen, nämlich auf die Information, ob das eine Kuh ist oder nicht. Das machen wir einfach mal, wir nutzen unsere Gewichte und gucken, ob hinten ausreichend Aktivierungspotenzial rauskommt. In dem Fall kommt nichts raus, also sagt unser neuronales Netz, es ist keine Kuh. Wir gucken uns, um es zu verstehen, mal an, was denn dabei rauskommt, wenn ich wirklich eine Kuh reinstecke. Eine Kuh hat 4 Beine und wiegt 800 Kilogramm. Ich nutze genau das gleiche neuronale Netz, stecke meine Daten da rein, multipliziere das wieder und summiere das. Mehr Mathematik machen wir heute nicht. Und stell fest, hinten kommt so ein Zeichen, mein letztes Neuron, das blinkt auf und ruft ganz laut, hey, das ist eine Kuh. Und das ist eigentlich so die ganz, ganz basale Logik von so einem neuronalen Netz. Ich nehme also ganz viele Datenpunkte und drücke die zusammen auf einen Datenpunkt mit so verschiedenen Gewichten. Und ihr merkt schon, dass die Intelligenz von so einem neuronalen Netz in den Gewichten steckt. Die Gewichte sind was ganz, ganz Zentrales für künstliche Intelligenz und für neuronale Netze. Und so ein neuronales Netz ist allerdings nicht immer von Anfang an schlau.
sondern diese Gewichte, die fangen immer zufällig an. Die sind am Anfang immer total dämlich und das neuronale Netz kann dadurch nicht allzu viel. Das sagt dann entweder, dass alles eine Kuh ist oder dass gar nichts eine Kuh ist oder dass irgendwie eine Henne eine Kuh ist. Was brauchen wir also und was ist der Kern von künstlicher Intelligenz? Wir brauchen die richtigen Gewichte, um so ein neuronales Netz zu nutzen. Und das habt ihr bestimmt schon häufig gehört, dass man neuronale Netze und künstliche Intelligenzen trainieren muss. Die muss man nämlich darauf trainieren, die richtigen Gewichte zu haben, mit denen das neuronale Netz in der Lage ist, unsere Aufgabe zu lösen. Und das war der ganze theoretische Teil. Wir gucken uns jetzt mal an, wie wir so ein autonomes System steuern können. Wir versuchen jetzt mal gemeinsam ein autonomes Boot zu entwickeln. Ich habe uns dafür so eine Aufgabe mitgebracht. Ich habe nämlich so eine gefährliche Klippenlandschaft gebaut. Und da oben in der Ecke seht ihr mein Boot. Und dieses Boot ist da irgendwie reingekommen in diese Klippen und muss da wieder rauskommen. Logischerweise, wenn man gegen die Klippen stößt, dann ist es ganz schön gefährlich. Also es ist so eine Art Parcours, die mein autonomes Boot nehmen muss. Für mich als Mensch wäre das eine ziemlich einfache Aufgabe, ne? Wenn ich jetzt meine Finger nehme und mit den Pfeiltasten das Boot durch die Klippen steuere, dann könnte ich das ungefähr so machen und dann wäre das für mich gar kein Problem, mit meinen Augen und diesem Spielfeld mein Boot da durchzusteuern. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir wollen ein neuronales Netz nutzen, um genau diese Aufgabe zu lösen, die wir auch selber lösen könnten. Aber wir wollen ja verstehen, wie so ein autonomes System funktioniert. Also statt meines eigenen neuronalen Netzes in meinem Kopf nutze ich jetzt ein künstliches neuronales Netz. Und das sieht so aus, das habe ich uns mal vorbereitet. Ich erkläre euch, was da drin steckt. Wenn ich das spiele mit meinen Fingern und das so durch meinen Parcours schleuse, dann sehe ich ja, wie weit das Boot von den Klippen entfernt ist. Diese Information muss ich meinem Boot, meinem autonomen Boot, also auch irgendwie geben. Und dafür habe ich um mein Boot drumherum so 6 Sensoren gebaut, die in alle möglichen Richtungen zeigen und die den Abstand von den verschiedenen, in die verschiedenen Richtungen messen. Und diese Daten, diese 6 Datenpunkte, die gebe ich in mein neuronales Netz rein. Und ich drücke diese 6 Daten auf irgendwas zusammen, nämlich auf die Information, wohin soll ich jetzt als nächstes schwimmen. Und dann schwimmt es ein paar Zentimeter und dann misst es wieder alle Abstände. Und dann schwimmt es wieder in irgendeine Richtung, was also mein Ziel ist. Ich möchte, dass ich diese Abstände da reingebe und dass hinten immer der richtige Winkel rauskommt, mit dem ich mich bewegen soll. Das macht so ein neuronales Netz. Und was brauchen wir? Wie wir es eben schon gesehen haben, wir brauchen wieder die richtigen Neuronenverbindungen. Das neuronale Netz steht jetzt, aber wir brauchen die richtigen Gewichte, um dieses Boot dadurch zu manövrieren. Und was brauchen wir, um die richtigen Gewichte zu finden? Wir brauchen wieder irgendeine Form von Training. Ich zeige euch jetzt einen wahnsinnig spannenden Trainingsansatz, nämlich den Ansatz der Neuroevolution bei künstlicher Intelligenz. Klingt ganz fancy, ist aber ziemlich einfach. Stellt euch vor, wir fangen mit diesen zufälligen und ziemlich blöden neuronalen Netzen an. Am Anfang kann dieses neuronale Netz nichts und wird unser Boot mit großer Wahrscheinlichkeit direkt gegen die Klippen steuern. Was wir als erstes machen, ist, wir nehmen zum Beispiel 4 Boote, 4 neuronale Netze, 4 unterschiedliche und lassen einfach alle 4 Boote mal losfahren. Und dann gucken wir einfach, wie weit jedes einzelne Boot kommt, wie schnell es also strandet. Denn mein Ziel ist es ja, möglichst lange zu fahren, ohne zu stranden. Und dann gucke ich einfach, hey, das eine Boot ist nach 10 Metern gestrandet, das andere nach 15, das andere nach 7 und nach 16. Und jetzt nehme ich mir einfach die besten Boote raus, also meine besten neuronalen Netze, und nehme die mit in meine nächste Generation. Die anderen schmeiße ich weg, nur meine besten nehme ich mit. Und die dürfen sich in der nächsten Generation wieder fortpflanzen. Die dürfen quasi wieder neue Babyboote machen, sodass wir wieder 4 Boote haben. Und dann machen wir wieder genau das Gleiche. Wir lassen wieder unsere 4 Boote fahren. Wir gucken, welches Boot wie weit kommt. Die schlechten Boote schmeißen wir wieder raus. Die besten Boote nehmen wir wieder mit an unsere nächste Generation. Und ihr habt den Algorithmus schon verstanden, denn sehr viel komplizierter ist er nicht. Mit ausreichend Zeit werde ich es schaffen, ein Boot zu entwickeln, was so über so viele Generationen gewachsen ist, dass es in der Lage ist, meine Aufgabe zu lösen. Und wir gucken uns jetzt mal ein Video davon an, wie dieses Boot, wie diese ganzen verschiedenen Boote das geschafft haben, sich über diese Zeit zu evolvieren und zu einem tatsächlichen autonomen Boot geworden sind. 2 Bemerkungen noch. Ich habe nicht 4 Boote gebaut, sondern ich habe gleich 30 Boote gebaut. Dann ist das ein bisschen voller und dann sieht man ein bisschen mehr.
Und die Boote, die sind so übereinander gelegt. Die können aber nur gegen die Klippen stoßen, die können nicht gegen sich selbst stoßen. Das ist nur, dass es schöner visualisiert ist. Wir gucken uns mal die erste Generation an, da wo alle neuronalen Netze noch total doof waren. Da sieht es nämlich genau so aus. Ihr seht, da ist noch nicht allzu viel intelligentes Verhalten zu beobachten. Alle Boote fahren in irgendwelche zufälligen Richtungen. Einige Boote fahren so an die Klippen und dann wieder zurück und wieder vor und wieder zurück und wieder vor. Deswegen zittern die so. Also sieht noch nicht viel nach Intelligenz aus. Aber wir stellen fest, dass es ein paar Boote gibt, die sich zumindest in die richtige Richtung entwickeln. Ne? Das waren die, die quasi am weitesten gekommen sind. Und ihr erinnert euch an den Algorithmus. Diese guten Boote nehmen wir in unsere nächste Generation mit. Wir gucken mal ein paar Generationen weiter. Jetzt sind schon, die Boote sind ein bisschen cleverer. Das sind quasi die ganzen Kinder von unseren guten Booten. Aber wir sehen, noch so mega intelligent sieht es nicht aus. Die stoßen immer noch gegen die Klippen, haben aber mittlerweile so eine Art Bootfamilien gegründet. Wir stellen wieder fest, es gibt ein paar Boote, die sich in die richtige Richtung entwickeln. Die nehmen wir mit in unsere nächste Generation. Alle anderen Boote, die verbrennen wir oder so. Jetzt gucken wir ein paar Generationen weiter. Wir stellen fest, es gibt schon ganz schön viele Boote, die sich in die richtige Richtung entwickeln. Die Gewichte werden also so langsam besser, um mit diesem Sensor-Input umzugehen. Und jetzt gucken wir mal, wir nehmen wieder diese Boote mit in unsere nächste Generation. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die erste Generation aussieht, die es geschafft hat, komplett durch diesen Parcours zu fahren. Und hier stellen wir fest, dass es am Anfang eigentlich kaum Boote gibt, die irgendwie blödes Verhalten haben. Die bewegen sich alle in die richtige Richtung. So eine ganze Bootsfamilie hängt sich dann an dieser ersten Klippe auf. Aber ein anderes Boot ist in dieser Lage, unseren Parcours erfolgreich zu absolvieren. Und das ist dann quasi mein finales Boot, also meine trainierte künstliche Intelligenz für diesen Zweck. Ihr seht, das neuronale Netz, das sieht immer noch genauso aus. Die Form hat sich nicht verändert. Was sich aber verändert hat, sind die Gewichte, um meine Aufgabe zu lösen. Und dieses Boot könnte jetzt durch beliebig viele Klippen kommen. Es ist nicht nur für diese Klippe gemacht, sondern es kann jetzt mit diesem Sensor-Input umgehen und kann sich durch so Klippen manövrieren. Was wir uns gerade angeguckt haben, ist neuronale Evolution. Das haben die Informatiker also schon wieder in der Biologie oder in den Neurowissenschaften geklaut. Und wir nehmen nur die besten Systeme, die sich entwickeln und die dürfen sich fortpflanzen. Alle anderen schlechten Systeme, die schmeißen wir immer wieder raus. Also was haben wir gerade gemacht? Ich habe keine Regeln geschrieben. Ich habe dem Boot nicht gesagt, hey, wenn du zu nah an die Klippe kommst, dann steuer nach rechts oder steuer nach links, sondern ich habe dem Boot eine Fläche gegeben und auf dieser Fläche hat das Boot selbst gelernt, wie es mit diesem Input umgehen soll. Wir haben also keine Regeln geschrieben, sondern wir haben eine Umgebung geschaffen, in der ein Algorithmus, eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, selbst zu laufen und hinzufallen. Und die künstliche Intelligenz läuft oder schwimmt immer und immer wieder, fällt immer wieder hin und mit der Zeit lernt die künstliche Intelligenz, was es bedeutet, erfolgreich zu schwimmen und durch unseren Parcours durchzukommen. Fassen wir also zusammen, was haben wir gerade gesehen und was haben wir gemacht? Wir stellen fest, dass künstliche Intelligenz dieser große Überbegriff ist. Ein neuronales Netz ist eins der Werkzeuge für künstliche Intelligenz aus dem Werkzeugkoffer Machine Learning. Und so ein neuronales Netz braucht die richtige Form, die lege ich als Entwickler fest. Und es braucht die richtigen Gewichte, die finden wir durch Training. Und am Ende kann ich so eine künstliche Intelligenz für jeden beliebigen Zweck trainieren. Fürs Gedichte schreiben oder für autonome Systeme oder um zu erkennen, ob irgendwas eine Kuh oder eine Henne ist. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war auch schon unser kurzer Schritt in die künstliche Intelligenz. Ich glaube, es war ein bisschen mehr als ein Satz. Wenn ihr noch Fragen habt, dann haben wir das Wurfmikro. Ansonsten könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben oder wir sprechen danach. Aber jetzt haben wir erstmal das Wurfmikro, glaube ich. Traut euch, jetzt ist eure Chance. Keiner beißt. Ist alles halb so wild. Da oben ist eine Frage. Also, ich hätte mal eine Frage. Wie lange würde es eigentlich dauern, wenn man einen Roboter bauen würde? So ein Roboter hat ganz viele verschiedene Teile, auf die man achten muss. Der hat ja zum einen die ganze Hardware, also der muss laufen können und der muss sich bewegen können. Das ist eine Ingenieursleistung, sowas zusammenzubauen, so eine Maschine, die sich bewegen kann.
und es hat den Software-Teil, also so ein bisschen unter anderem die neuronalen Netze, die zum Beispiel definieren, was Gleichgewicht ist und wie man denn läuft oder wie man mit irgendwelchen Eingabedaten umgeht. Und sowas sind unsagbar schwierige Aufgaben. Sowas, gerade die Hardware-Leistung, das kann ich dir nicht sagen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das unvorstellbar schwierig ist, so einen funktionsfähigen Körper nachzubauen. Das Training von so einem neuronalen Netz und von einer künstlichen Intelligenz kann auch ganz, ganz aufwendig sein. Das kann über mehrere Tage oder Wochen oder Monate laufen, das zu berechnen und die richtigen Gewichte zu finden. Also es ist eigentlich eine Aufgabe, die sehr, sehr umfangreich ist. In unserem kleinen Beispiel jetzt mit den Booten hat es etwa eine Viertelstunde gedauert, bis die Boote oder bis wir ein Boot gefunden hatten, was die richtigen Gewichte hat. Aber abhängig von der Aufgabe kann es ganz, ganz lange dauern. Jetzt bei den Booten, die wievielte Generation war denn die finale Version gewesen? Weißt du das noch? Ich glaube, das war die 15. Generation, die es geschafft hat. Also wenn du rechnest, wir haben 15 Generationen mit 30 Booten je Generation, dann war das eigentlich schon relativ schnell. Ne? Also es hat gar nicht zu lange gedauert. Und wie gesagt, diese Boote könnten jetzt auch durch andere Klippen fahren oder durch andere. Die Boote haben nicht die Karte auswendig gelernt, sondern sie haben gelernt, was es bedeutet, so einen Sensor-Input zu geben und mit diesem umzugehen. Ich habe mich gerade spontan gefragt, genau, es sind ja feste neuronale Netze, die sind einmal trainiert, beziehungsweise die Gewichtung ist klar, am Anfang festgesetzt und am Ende fahren die dann durch und je nach Gewichtung funktioniert es oder funktioniert es nicht. Aber das Netzwerk verändert sich ja über Zeit nicht, sondern es bleibt ja immer genau die gleiche Gewichtung. Ich habe mich gefragt, gibt es auch schon Netze, die sozusagen dynam sind, also die Gewichtung on the go verändern können, ja. Um sich besser an Situationen anzupassen? Ja, sehr gute Frage. Das gibt's. In dem Fall ist das neuronale Netz fest, weil ich das festgelegt habe. Es gibt aber auch manchmal Anwendungsfälle, wo man gar nicht weiß, wie groß oder klein muss denn mein neuronales Netz sein, um damit jetzt umgehen zu können. Und dann gibt es Algorithmen. Ein Algorithmus heißt NEAT, N-E-A-T, und der beschäftigt sich mit neuronalen Netzen, die man steuern kann, die man entwickeln kann, wo man nicht nur die Gewichte anpasst, sondern auch die ganze Topologie des neuronalen Netzes, um es viel, viel weiterentwickeln zu können. Die gibt es auch. Gute Frage. Wo haben Sie Machine Learning gelernt, studiert? Es gibt leider viel zu wenige Plätze, wo man das heutzutage studieren kann. Das stimmt. Der Einstieg ist manchmal ein bisschen schwierig im Machine Learning. Soll ich die Frage nochmal wiederholen? Wo lernt man Machine Learning? Das war die Frage. Ne? Wie kommt man da rein? Wie kann man anfangen? Das ist üblicherweise ein bisschen schwierig, weil das oder könnte manchmal ein bisschen am Anfang schwierig sein, weil es nicht so ganz intuitiv ist, weil es einige Konzepte gibt, die man erst so durchsteigen muss. Ich habe Informatik studiert, von daher kam das so ein bisschen darüber. Es gibt aber ganz, ganz viel gute Literatur. Es gibt auch ganz viele kostenlose Online-Kurse, die man machen kann. Es gibt eine ganz große Community, die ganz, ganz tolle YouTube-Videos bereitstellt. Es gibt auch in Berlin mittlerweile ganz explizite Bachelor- und Masterkurse, nur für Machine Learning und künstliche Intelligenz, wo man ausschließlich das lernt. Ich würde, wenn ihr Lust habt, damit anzufangen, dann würde ich empfehlen, einfach googeln, wie lerne ich Machine Learning? Und dann kommt man relativ gut dahin. Ich glaube, YouTube ist ein guter Start, um den Anfang zu machen, und dann kann man sich von da weiterentwickeln. KI ist ja jetzt das total mega Thema in Bildung und Politik. Für wie wichtig hältst du es, dass man in der Schule schon Grundkenntnisse lernt oder in der Ausbildung sozusagen, um auch bewerten zu können, kritisch reflektieren zu können, was man da in den nächsten Jahren so mitkriegt? Ja, ich glaube, dass es wahnsinnig gut ist, dass es Veranstaltungen wie die hier gibt, auf der man sowas auseinandernimmt. Ich finde es wahnsinnig gut, dass denn Schulen und Klassen herkommen, die sowas mit dabei haben. Ich bin immer so ein bisschen, das ist vielleicht kontraintuitiv zu meiner Position als Informatiker, bin ich immer so ein bisschen dafür, dass man mehr Pädagogik und Soziologie und den ganzen Gesellschaftswissenschaften mit in die Schule bringt. Von daher würde ich das zuerst machen und danach noch ein bisschen IT. Aber ich glaube, das braucht es ganz dringend. Ich glaube, es braucht da auch ganz dringend Bildung auf Seiten der Lehrer. Es braucht ganz dringend einen spielerischen Ansatz hierzu, weil die größte Gefahr, die passieren kann, ist, dass man vor den Konzepten künstlicher Intelligenz Angst bekommt, weil man es nicht so richtig versteht. Dann denkt man, naja, irgendwie ist das gruselig. Wenn ich das google, dann ist das Erste, was kommt, Terminator. Und die Frage,
bei gutefrage.de oder so, werden wir bald alle von irgendeiner KI übernommen. Und das, glaube ich, ist unvorstellbar abwegig. Also wir werden auf gar keinen Fall von einer künstlichen Intelligenz bald regiert. Aber es gibt reale Gefahren künstlicher Intelligenz. Es gibt autonome Waffensysteme. Es gibt ganz viele Datenschutzbedenken. Es gibt ganz viele Elemente, die diskriminierend wirken können, wenn es keinen Mensch mehr gibt, der entscheidet, sondern wenn vielleicht Maschinen das machen, dann gibt es keine Kontrollinstanz mehr. Und von daher ist es ganz dringend wichtig, diese Konzepte zu verstehen, wie viel und in welchem Maß und was man austauschen sollte in der Schulbildung, um mehr Informatik zu lernen. Da habe ich die richtige Antwort leider nicht parat. Danke. Kurz Zeit hätten wir noch, falls jemand möchte. Also ich habe mich jetzt gefragt, wie ist das, wenn ich in der Schule die Aufgabe habe, zum Beispiel ein Gedicht zu schreiben. Ich denke mir so, boah, nee, darauf habe ich nicht so richtig Lust. Das soll jetzt mal der Computer machen. Ich lade mir Gigabyte an Gedichten runter, stecke die da rein und am Ende kommt ein Gedicht raus und ich gebe das ab. Ja. Ist jetzt die Frage für mich, wem gehört dieses Gedicht? Also habe ich das geschrieben? Gehört es jetzt der KI? Gehört mir dann die gute Note dafür oder kann dann mein Lehrer sagen, na, das hast du nicht geschrieben? Ja. Mega, mega interessante Frage. Bei ganz vielen Sachen, ne? Bei dem Video, bei den Bildern, bei irgendwelcher Kunst, die künstliche Intelligenz entstehen lässt, bei Musik, die komponiert wird, das ist eine wahnsinnig relevante Frage. Wem gehört es denn? Ich kann dir absolut keine Antwort liefern, was das Fairste oder das Richtigste wäre. Gehört es dem Unternehmen? Gehört es der KI selber? Gehört es dem Entwickler? Meistens aber ganz viele Entwickler, ne? Also es ist eine ganz, ganz, ganz komplizierte Frage. Und deswegen lassen wir uns über sowas im Rahmen von solchen Veranstaltungen ganz unbedingt reden. Wahnsinnig gute Frage. Aber ich kann dir keine Antwort darauf geben, die irgendwie schon fest wäre, leider. Ich glaube, da brauchen wir noch viel Zeit. Ein, zwei Fragen könnten wir noch machen. Falls ihr euch jetzt nicht traut, dann wirst du jetzt auch noch bestimmt bei der Funk-Lounge gleich sitzen und dann da ansprechbar sein oder hier rumwuseln. Eure Fragen sollen auf jeden Fall noch Platz finden. Vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Dankeschön.